Machen wir weiter mit diesem Video, dominant oder unterwürfig, mit Frau Bra. Jetzt wird's unangenehm. Wir schieben uns noch die restlichen Videos rein. Danach gehen wir rüber zu Twitter, Leute. Let's go. 100 Millionen Euro bekommen oder lieber vergeben bleiben? 100 Euro. Ja, warte mal, war auf dem Thumbnail nicht ich drauf oder bin ich dumm? Hä, hier bin ich doch drauf. Wieso ist denn das jetzt? Bin ich gebaitet worden? Bin ich fucking gebaitet worden? Das sind schon viel. Mux, danke dir. 100 Millionen! Ja, safe. Die haben mich gebaitet, Digga. 100 Millionen Euro. Tut mir echt leid. Spaß. Auch Spaß. Hi! Hi, Freunde. Ah, das wird zusammengeschnitten, deshalb. Hallo! Wir drehen jetzt zusammen eine Runde. Entweder oder. Um zu schauen, wie gut wir zusammenpassen. Ich bin Revi. Und ich bin die Frau Bra. Und zusammen sind wir Brevi. 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 Bratan. Perfekt, wir drehen jetzt entweder oder. Und uns werden lustige Fragen gestellt und wir beantworten die. Sehr ehrlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Für immer ohne Internet oder für immer ohne Smartphone leben? Also ich denke, dass unsere Antwort sein ohne wird... Ohne Smartphone. Wenn wir kein Internet haben, brauchen wir eigentlich auch gar kein Handy, ne? Also, was sollen wir eigentlich mit einem Handy machen? Ja, wenn also wir ohne Smartphone, ja. 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 Genau. Ja. Falls geht dumm, danke für deinen Subkuss. Ja. Heißt, ergibt nicht mal Sinn, weil das eine oder andere geht ja nicht. Also, wisst ihr schon? Also, schwör Wallah, sie ist so klug, ne? Dings, die hat was am Kasten. Mir reicht das Smartphone. Ja, mir auch. Wenn Spiele drauf sind, so. Ja. Netflix oder YouTube? Netflix und YouTube. Nein, entweder oder ist das Format. Du kannst die ist so dumm, Walla. Sich beides sagen. Five-Head-Move. Nein, Spaß, ich glaube, ich würde auch YouTube nehmen. Ich glaube, ich würde auch YouTube nehmen, weil es gibt ganz viele Leute, die einfach Netflix-Serien auf YouTube hochladen. Digga, mein Bart ist wirklich lost, ne? Ich muss irgendwann mal. Irgendwann muss ich mein Disney Plus Porno Premium wahrscheinlich, oder? YouTube, ja, ich auch. Cool, wir haben voll viel gemeinsam. Ja. Yeah. Aua. Mit oder ohne Kondom? Mit. Ohne. Ja, ach so, mit. Also, klar, Digga. Immer. Nein, jetzt mal wirklich. Immer. Ich meine das ernst. Nicht ohne Kondom ficken. Wirklich jetzt. Mit natürlich. Was ist ein Kondom? Dominieren oder unterwürfig? Dominieren. Oh, schwierig. Jetzt schwierig tatsächlich. Passt es nicht. Dann bin ich hier in der Stelle raus. War schön. Cool. So. Also dominieren. Auch dominieren. Geld oder Sex? Geld bringt Sex. Sex für Geld oder Geld für Sex, sage ich mal so. Also beidseitig dann. Ja. Okay. Also ich glaube, ich würde eher... Das Ding ist, Kondom aber Loch rein, Digga. Five Head. Geld nehmen. Geld bringt meistens Sex. Ich würde eher Sex nehmen. Heiraten oder niemals? Doch, heiraten auf jeden Fall. Heiraten, nein, oder? Nein. Nein. Nein? Nein. Wie, du willst nicht heiraten? Nein. Niemals? Nein. Also, ich glaube, ich würde lieber heiraten. Hab weder Geld noch Sex, perfekt. Heiraten so richtig süß mit Hochzeit und so. Ja, finde ich auch voll cool. Glaubst du, wir heiraten mal? Nächste Frage. Digga. Angezogen schlafen oder nackt? Nackt. Angezogen. Also, da habe ich ja einfach die ganze Zeit gelogen, ne? Boah, wir sind voll harmonieren, oder? Ja. Angezogen. Schlaf immer nackt. Fetisch oder kein Fetisch? Kein Fetisch. Fetisch. Digga, also jetzt mal ehrlich, so, ich hab ganz vergessen, wie. Da, also. Jetzt so. Du verkackst es. Nein, du. Okay. Fetisch mit CH. Fetisch. Fetisch. Sie, Entschuldigung. Die Lehrerin. Ja, stimmt. Ja. Also kein Fetisch? Was ist ein Fetisch? Kein Fetisch, sag einfach kein Fetisch. Ich habe keinen Fetisch. Mit oder ohne Socken Sex? Immer mit. Also bei mir wird nur mit Socken gefickt. Ganz klar, Digga. Ganz klar, Digga. Ganz klar.
Ja. SpongeBob-Socken, Entenschuhe. die Entenschuhe Bob, sind ganz der, schön. Bob, der Baumeister. Ja. Oder so Sandalen auch. Also Hauptsache Fußbedeckung bleibt an beim Sex. Ja, aber ich finde die Entenschuhe, die finde ich am besten. Und die Haifisch-Nikes, die bleiben auch an beim Sex. Ja, ja. Die sind voll schön. Mhm. Die tun voll weh manchmal. Ja, weil ich damit trete. Ja, das tut weh. Also, ich habe meistens unterschiedliche Socken an und die ziehe ich auch generell nicht aus. Es gibt bunte Socken, es gibt SpongeBob-Socken, Patrick-Socken. Die Patrick-Socken würde ich, glaube ich, anziehen. Dieser Mann ist geistig zurückgeblieben. Ich finde alle süß. Hast du ja auch ausgesucht. 100 Millionen Euro bekommen oder lieber vergeben bleiben? 100 Millionen Euro auf safe. 100 Millionen Euro bekommen. Ich verlasse ihn, dann hole ich ihn wieder. Dann haben wir zusammen... Meine Real! Zusammen 100 Millionen. Verstehst du? Ich verlasse... Ich bin schon lustig und hübsch. Muss man ganz... Ich bin lustig und hübsch. Ich bin lustig und hübsch. Verlasse dich. Dann haben wir... Vielleicht will ich ja mit 100 Millionen dich gar nicht mehr zurück. Ich glaube schon. Okay. Ich bin mir ganz sicher. Okay. 100 Euro sind schon viel. Millionen. 100 Millionen. 100 Millionen! Euro. Ja, safe. 100 Millionen Euro. Tut mir echt leid. Spaß. Auch Spaß. Fremdknutschen. Ja oder nein? Nein. 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 Oh! Oh! Ja! Ja! Fremde? Fremde knutschen. Also, ja, warum nicht? Spaß. Ich würde nur Fatima knutschen. Mach doch jetzt. Mach doch jetzt. Küsst euch doch. Los. Küsst euch doch. Jonas Wuttke, küsst doch eine 16-Jährige. Los, mach doch! Mit dem besten Freund fremdgehen. Ja oder nein? Ja, klar. Das ist ja ein Kerl. Ja. Okay. Ich habe nur Spaß gemacht, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Man, beste Freunde sind da nicht dafür da, um intim zu werden, oder? Nee. Nee. Nein. Was sind das für Fragen, Alter? Ich finde sie auch voll komisch. Ich höre das. Voll pervers. Kinder oder Haustiere? Also, mein Bruder hat immer früher gemeint, immer als meine Freunde ihn gefragt haben, ob er ein Haustier hat, hat immer gesagt, dass ich sein Haustier bin. Sau weird. Glaube, Moment. Eher Haustiere nehmen. Was warst du, hi? Nee, ich habe geisteskranke Pollenallergie. Meine Augen sind im Sommer immer geisteskrank rot, Digga. Tatsächlich. Ich würde auch ein Haustier nehmen. Ich werde mir, glaube ich, auch demnächst einen Hund besorgen. Besorgen auch noch. Kaufen. Normalerweise kauft man den. Wenn man besorgen heißt stehlen, ne? Wenn sich den besorgt, klingt das so, als würde sie den klauen. Haustiere. Kinder. So richtige Großfamilie. Kann man auch Kinder als Haustiere haben? Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Intelligenz auf jeden Fall. Ja. Weil schön bist du ja nicht, deswegen. Ja, und intelligent bist du ja auch nicht. Schwieriges Thema. Da wurde aber zurückgestochen. Ich weiß, eigentlich beides wichtig. So, weil was bringt es, wenn mehr so aussieht? Aber nee, sagen wir mal Intelligenz, ja. Intelligenz. Ja, ich würde auch Intelligenz sagen. Er feiert sich für etwas Geskriptetes. Nein, die Antworten waren gefreestylt. Natürliche Brüste oder Implantate? Natürlich. Natürliche Implantate. Girl, kommt drauf an, ob du groß hast oder nicht so. Mäßig. Also wenn du kleiner hast, natürlich Implantate. Und bei Männern? Ja, da gar keiner. Dann macht sie. Ja, One-Night-Stand oder glückliche Beziehung? Eine glückliche One-Night-Stands. Glückliche One-Night-Stands. Ja. Ey, wenn ich auf meinen Tisch lage, kann ich das Video pausieren. Was? One-Night-Stands, die glücklich sind und glücklich machen. Ich dachte, du möchtest eine Beziehung. Ja, ja. Mit One. Wie geil! Warte, ich muss nur richtig treffen. One-Night-Stands. Geil, Mann! Digga! Das ist Alpha! Das ist Alpha! Nein, du kannst nicht... Aber wenn, guck mal, ab wann ist ein One-Night-Stand eine Beziehung? Beim zweiten Mal schon?
Schreibt's in die Kommentare, perfekt. Eine glückliche Beziehung. Ja. Was ist ein One-Night-Stand? Wenn du so einmal was mit einem Jungen, also so ist Stan hier und ich. Danke fürs Zuschauen. Pause. Ich hoffe, das Video. Pause. Digga, geil, Mann. Also das ist gut, Leute. Und ich sage immer, meine Leertaste ist kaputt. Und alle so, nein. Schieb sich auf die Leertaste. Jetzt seht ihr, dass meine Leertaste kaputt ist. Hat euch gefallen. Und ihr könnt mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob wir zusammenpassen. Ich finde schon. Ich auch. Das wird zusammenpassen. Ja, ja, wir haben ja schon ganz schön viel gemeinsam. Fandet ihr das auch, Leute? Auch voll süß. Wie warst du bei den anderen? Schreibt mal in die Kommentare, lasst ein Like da. Wir sind noch weiter auf Klassenfahrt und es gibt jeden Tag neue... Ciao, macht's gut. Cooles Video. Cool und nice. Fühl ich.